Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen mit dem Q-Block, weil ich ja schon gesagt habe, ich möchte das Deck nochmal irgendwie dann nochmal aufziehen und nochmal spielen und alles mögliche. Und der Q-Block ist einfach ein wunderschönes Deck, der macht einfach Spaß zu spielen. Er ist zwar gerade in der Meta ein wenig abgerutscht, ich finde ihn aber trotzdem immer noch ich finde ihn trotzdem immer noch sehr, sehr gut und möchte ihn deswegen einfach nochmal spielen. Ich hoffe, mein Innkeeper funktioniert jetzt, weil der war irgendwie jetzt gerade, als ich ihn gestartet habe, war irgendwie buggy, dann musste ich ihn neu starten. Dann war er wieder buggy, habe ich ihn nochmal neu gestartet, dann hat es funktioniert. Und ich weiß jetzt nicht, wie es im Spiel aussieht, aber das werden wir ja gleich sehen. Ansonsten spielen wir halt einfach mal wieder ohne unseren Innkeeper. Müssen wir uns halt ein bisschen mehr anstrengen hier im Kopf. Es ist schon okay. So, wir spielen gegen den Priest. Gegen den guten Gul'dan, die Gold Cow. Okay, Possessed Lakai ist tatsächlich eine gute Karte, die wir halten werden. Aber den Schädel möchte ich wegpacken. Okay, sehr, sehr coole Hand. Können wir gut anfangen. Wir machen uns erstmal Damage selbst und ziehen eine Karte dafür. So wie es aussieht, funktioniert der Innkeeper nicht. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz hier Innkeeper. Vielleicht Innkeeper jetzt starten nochmal. Weiß ja nicht, vielleicht hat er einfach kein Bock oder sowas. Kommt ja auch mal öfters vor. So, wir ziehen mal noch ein paar Karten, machen so, machen Hit, machen End Turn. Und Mortal Coil ist okay. Ja gut, never mind. Dann spielen wir heute ohne Innkeeper. Ich weiß nicht, was der hat. Wahrscheinlich muss er sich updaten oder sowas und möchte gerade im Moment nicht. Aber es kommt ja auch mal vor. So, Hellfire. Life Tap, ein Void Lord auf der Hand. Nicht optimal, aber okay. Wir klopfen ihm hier jetzt erstmal ordentlich Damage rein. Mal gucken, wann er das Removal spielt. Da kommt Coin auf 4. Spielt das Removal. Oh, er hatte keinen Drachen auf der Hand. Oh, saddest story ever. Saddest story ever, einfach nur. Oh, und dafür hat er den Coin rausgeschmissen. Coin Dragon. Und hatte keinen Drachen auf der Hand. Oh mein Gott. Der Dude. Ich hoffe, es ist nochmal derselbe, oder? Ist es nochmal derselbe? Moment, ich muss hier jetzt mal komplett durchscrollen. Ne, wo kann man das denn nochmal sehen? Okay, das kann man wohl scheinbar nicht mehr sehen. Oh, wir hätten schon mal ein Part von der kleinen Combo. Ich glaube, ihn behalten wir wieder. Wir spielen gegen den Priest. Der ist nicht so schnell. Und sicherheitshalber behalten wir den Spellstone auch mal. Oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Start? Da war der Start davor um einiges besser, muss ich sagen. Aber naja, was soll's. Was soll's? Wir haben auf 5 den Lakai. Lucky, was auch immer. Oh, sogar doppelt. Grüße. I greet you. Dann gucken mal, wir lifetaben. And turn. Ah, wir haben ein schönes Removal am Start, Leute. Wir haben ein schönes Removal am Start. Doppel Amethyst Spellstone gebufft. Kommt da der Drake? Oh nein, oh Gott, nein. Er spielt den Ding, Dude. Oh. Well played. Well played. Sein fucking Ernst. Oh Gott. Ja. Könnte ein interessantes Game werden, Jungs und Mädels. Könnte ein sehr, sehr interessantes Game werden. Ah, fuck, er hat auch noch Eternal Servitude da. Oh Gott. Oh Gott. Yo, alles klar. Alles klar. Side effect.
Alles klar. Ja gut, wir sind tot, Leute. Oh Gott, er hat noch einen Eater. What the fuck, Turn 5? Turn fucking 5 Priest, Leute. Was ist heute los? Erst surrender der Priest direkt, dann müssen wir gegen den Priest auf Turn 5 surrender, innerhalb von 5 Minuten 2 Games gespielt. Alles klar, Hearthstone. Läuft bei dir heute. Ach du Heiliger, ey. Oh Gott. Oh Gott im Himmel, ey. Oh. Kann ich ja mal erzählen, heute ist ja für mich, wo ich jetzt hier aufnehme, ist heute Sonntag. Ich war gestern Abend im Kino, in den Film, wo ich erstmal gedacht habe, so, oh shit, der Film kann ja nichts werden. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass der Film super, super stark war. Zumindest hat er so ein bisschen meinen Humor getroffen, muss ich sagen. Und zwar war ich gestern in Jumanji mit The Rock und Jack Black und wie die ganzen Heinzelmänner heißen. Er war einfach nur super lustig, Leute. Er war wirklich super lustig. Ich weiß nicht mal, warum ich ihn so lustig gefunden habe, aber er war einfach richtig lustig. Er war so random einfach oftmals. Wenn man sieht, wie... Ja gut, ich will hier keine Spoiler raushauen, Leute. Ich will hier keine Spoiler raushauen. Okay, wir spielen hier gegen Midrange, sehe ich das richtig? Wir ziehen mehr Karten. More cards! More cards! Ah, White Lord. Ich will hier keine Spoiler raushauen, aber... Oh mein Gott! Wir machen's. Wenn ihr jetzt... Komm, bitte nichts Großes. Komm. Ich hätte so gerne Umbra rausgehauen. Was kriegt er dann in 2-2er Ghoul? Ja, ist okay für mich. Kannst mich ruhig ein bisschen hier punishen mit dem Dude hier, das ist okay. Damit komme ich klar. Oh yes! Mal gucken, ob er den Silence hat, Leute. Mal gucken, ob er den Silence hat. Ansonsten kommt hier 50-50 Chance auf Doomguard oder Ding. Okay. Secret. Er ist halt echt nicht der baddeste Dude, muss man einfach mal sagen. Was kriegen wir? Secret triggered? Ah, ich würde so gerne den Cube spielen. Aber actually ist das ein besseres Play hier an der Stelle. Besserer Zug an der Stelle. Wir haben nicht mehr so arg viel Leben. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir müssen ein bisschen haushalten. Oh, Combo Time, Leute. Wow. Combo Wombo Time, Leute. Das war nicht der schlechteste Zug, muss ich zugeben. Jetzt ist halt die Frage, was kommt raus? Wenn jetzt der Void Lord rauskommt, ist alles cool. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Okay, Void Lord kommt raus, das ist gut. Nizoth. Alter, das war wow. Wahahau, sag ich dazu nur. Das war echt ein guter Play. Wir wrecken mal das ganze Board. Wir kriegen im nächsten Zug einen Doomguard raus. Ich möchte gerne Umbra plus den Cube spielen, wenn ich ehrlich bin. Wow, Wallan hier. Ist actually gar nicht so cool, weil wir nur 8 Mana haben im nächsten Zug. Aber wir ziehen jetzt den 5-5 raus, den guten Doomguard. Ja, okay. Okay. Machen wir es halt so, Leute. Ah, dieses Deck ist einfach so schön. Es macht einfach so viel Spaß zu spielen. Aber ich sagen muss, sein komischer... Ah, Equality. Haha. Nicht der schlechteste Play. Nur seine Waffe wird doch jetzt zerstört. Ach nee, warte mal, die wird auf eine Handkarte equipped. Sowas, richtig.
Die wird ja auf eine Handkarte equipped. Hellfire. Fire. Fire. Das Problem ist, ich krieg mein Board nicht geklärt. Also. As you command. Was heißt, ich krieg mein Board nicht geklärt? Ich kann halt theoretisch nichts machen. Ich wollte jetzt gerade hier Umbra plus Possessed Lakai spielen. Das Problem wäre nur gewesen, dann hätte ich halt nichts rausgezogen. Aber das wird sich jetzt halt ändern, weil er jetzt den Trade hier setzen kann. Und das ist ganz gut, weil dann holen wir uns jetzt, glaube ich, noch einen Doomguard raus, wenn ich es richtig weiß. Oh mein Gott, ich blute. Leute, ich blute. Hab mich hier irgendwie aufgekratzt. Ja, nice. Dann holen wir jetzt mal einen Doomguard raus. Also wir topdecken ihn jetzt, das wäre ultra sad. Okay, Gott sei Dank. Wollte gerade schon sagen, no. Wir spielen nur einen Doomguard. Ist gut zu wissen, dass wir nur einen Doomguard spielen. Oh mein Gott, ey. Ich blute wirklich, hey. Ist nicht cool. Ah, sad. Oh, Karen. Und wieder der Dude. Zerstören ihn. Earth Mother. All upon us. Ah, warte mal. Ne. Mann, das ist so. Ah, gucken wir mal, was passiert. Ah, wir ziehen eine Karte. Ah, das ist nice. Ja, wir machen jetzt einfach den Beatdown. Beatdown ist angesagt, Leute. Mal gucken, ob er hier noch irgendwas machen kann. Oh Gott. Kratze ich niemals irgendwas auf in der Aufnahme. Das kommt nicht gut, kann ich euch sagen. Echt jetzt taunt. How cute. Oh mein Gott, die Pfeil. Okay. Eins. Ne, warte mal, wir fangen an mit zwei, drei, vier. Ja, wir können trotzdem dann töten. Das passt schon. Was haben wir denn überhaupt noch in unserem Deck für Karten? Ich weiß ja. Ah, Gul'dan haben wir noch. Oh, Gul'dan wäre cool. Ah, wir live-tappen mal auf Gul'dan. Okay, oder auch nicht. Enter. Gul'dan wäre echt cool. Aber naja. Spielen im nächsten Zug Nisoth raus. Ja, gut. Eins. Beide werden gebufft. Es reicht nicht wegen Spell Damage, gell? Sehe ich das richtig? Sehr, sehr schade. Aber warte mal, wenn ich hier hitte und dann hier mache und dann einen davon spiele, reicht das sehr wohl. Oh, denied. Oh, es macht einfach so Spaß, der Q-Block. Aber ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht noch verliere wegen irgendwelchen Sachen. Wenn er halt einen Nisoth spielt, dann kann es halt sein, dass wir dadurch hart aufs Maul kriegen noch. Deswegen müssen wir jetzt mal unseren Nisoth rausbringen. Oh, das war eine gute Sache hier. Q.
Okay, er heilt sich jetzt hier immer wieder. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt wirklich. Also, Nisoth on the play. Wow. Wow, wow, wow. Das sind viele Taunts. Ich glaube tatsächlich, er müsste hier, wenn er gewinnen wollte, über sein Hero-Ability gewinnen. Die Sache ist halt, er kann theoretisch über seine Hero-Ability gewinnen mit dieser Wombo-Kombo. Von wegen, immer wenn du was spielst, reactivate deine Hero-Ability. Oh, Equality, come on. Fucking ernst. Er kann mir halt echt alle wegtraden. Ach ne, warte mal, einer bleibt übrig. Das ist gut. Okay, da ist Valani wieder drauf. Okay, das gute Defile. Hit. Get away, Kodo. Was haben wir ihm jetzt nochmal gegeben? Ach, den komischen Monk. Ja, das ist in Ordnung. Ich mal gesagt, Attack. Destroy. Attack. Wir dürfen eigentlich keine Karten mehr ziehen, sehe ich das richtig? Wir dürfen eigentlich keine Karten mehr ziehen, sonst sind wir irgendwann mal ziemlich sad, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ihm einen von den apokalyptischen Reitern dagelassen. Er dürfte hier eigentlich nicht die Endless-Kombo rauskriegen, oder? Und wenn doch, dann ist es halt... Dann war es wert. Dann war es wert, die Runde hat schon zu viel Spaß gemacht. Ich hätte ihn, glaube ich, schon finishen können, theoretisch. Das ein oder andere Mal, aber... Die Spaßplays, Leute, die Spaßplays nehmen halt leider überhand. Heute bin ich lustig drauf. Freut euch schon mal auf heute Abend auf den Stream. Also, wie gesagt, ich nehme gerade am Sonntag auf. Das heißt also, Sonntagabend ist der Stream, bevor die Leute das falsch verstehen. Okay. Er rechnet hart. Das Gute ist halt, wir haben in unserem Deck in unseren letzten drei Karten noch Gul'dan. Das heißt, selbst wenn er jetzt irgendwie das krasseste, was weiß ich was rauskriegt, kommt immer noch Gul'dan raus und punisht ihn. Top Deck Gul'dan. Bold. Ja, okay. Das ist ein Bold Move, Leute. Ein Bold Move. Ja, komm hier. Wir gönnen uns, Leute. Wir gönnen uns hier. Zack. Den Pleb Boy machen wir weg. Dann machen wir den hier weg. Geben ihm wieder Valanir. Das ist okay für mich. Auch wenn er es direkt equipped kriegt, ist mir trotzdem egal. Dann zerschießen wir noch den hier, dass er kein Leben mehr kriegt. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4 und noch einen Hit für 4. Und machen den Turn in dem nächsten Zug. Wenn er jetzt nicht irgendwie noch hat, oh, ich heile mich um 1 Million Leben, dann ist er tot. Hat er noch 9 Karten in unserem Deck und wir 2. Und Gul'dan ist in den 2 Karten drin. Das Gute ist halt wirklich, dass selbst wenn er seine Combo hat, kann er sie nicht durchführen, weil ich glaube, er muss immer eine Karte dafür rausspielen, dass er seine Hero-Ability neu triggern kann. Und das kann er ja nicht, weil er nur 2 Karten auf der Hand hat. Und eine davon ist das Combo-Piece. Er ist nicht so ein cooler Typ, habe ich gehört. Ah, ist okay. Kommen wir trotzdem durch. Ich glaube tatsächlich, das ist das Spiel. Plated Beetle. Enter. Ja, das war's dann mal mit seinem Nisoth, hätte ich gesagt. Im nächsten Zug kommt dann unser schöner Gul'dan raus. Und er snackt ihn dann. Okay, Horseman. Okay. Tarim. Ist gut. Sehr gut sogar.
Könnt ihr ihn sogar noch eine Runde saven, wenn ich das richtig sehe. Oder tut's das wirklich? Nee, wir haben Leafe. Well played. Töten ihn. Wir töten ihn. Und wir hitten für 1, 2, 3, 4. Und er surrendert. Well played. Gute Arbeit, Paladin. Sehr schön, dass man auch mal wieder einen Control-Paladin hier sieht, der ein bisschen... so ein bisschen in die Nisoth-Richtung gegangen ist. Ich mag den 5-2er zwar nicht, aber hey, war trotzdem ein cooles Game. Ich bedanke mich hier jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tyrelü.